Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute! Vor nunmehr einem Jahr fielen in der Ukraine die ersten Schüsse und russische Truppen marschierten ins Land. Seit nunmehr einem Jahr haben wir wieder Krieg in Europa. Menschen aus der Ukraine und Russland sterben tagtäglich und Mütter stehen wieder vor Soldatengräbern. Wir alle hier hofften, sowas niemals erleben zu müssen. Und genau deshalb irritiert es umso mehr, dass sich das gemeinsame Ziel nach Frieden, und das war es nach dem Zweiten Weltkrieg, so verschoben hat. Waren wir uns alle damals einig, dass die Waffen schweigen müssen, wird heute wieder über Kriegsgewinner gesprochen. Und Herr Merz und auch Frau Hasselmann, Ihre Kriegsrhetorik, die Sie hier heute wieder an den Tag gelegt haben, ist gefährlich für Deutschland und auch für Europa. Da hört man dann Sätze, die Ukraine müsse gewinnen und Russland müsse verlieren. So die Sprachrohre von Ihnen und auch der Rüstungsindustrie und der ehemaligen Besatzer aus Amerika. Und ich sage es hier wieder ganz deutlich: Aus diesem Krieg geht die Ukraine genauso als Verlierer hervor wie Russland. Es gibt wieder nur einen Gewinner. Und dieser Gewinner, der heißt USA. Wie oft drohte diesem Land in den letzten Jahren die Zahlungsunfähigkeit? Und wie reagieren wir hier in Europa? Wir finanzieren einerseits den US-amerikanischen Land-Lease Act aus den Steuergeldern unserer Bürger und befeuern damit andererseits den Krieg auf unserem eigenen Kontinent. Und zusätzlich liefert die deutsche Bundesregierung erst Ausrüstung, jetzt noch schwere Waffen in einen Krieg, in dem wir uns besser eben nicht einmischen sollten. Denn es ist nicht unser Krieg. Und auch die beschworenen Bündnisverpflichtungen aus dem Kalten Krieg haben nicht das Ziel, Frieden wiederherzustellen, sondern sie wollen das größte Land der Welt, eine Atommacht, politisch zerschlagen. Das ist einfach nur größenwahnsinnig. Und nein, ich befürworte nicht die russische Kriegsstrategie. Aber beide Seiten, die russische und die ukrainische, müssen sich schnellstmöglich auf dem diplomatischen Wege ein Ende dieses Konflikts konzentrieren. Das muss das Ziel sein. Diplomatie muss immer die erste Formel sein in diesem Krieg. Die Bundesregierung betreibt die Politik eines simplen Freund-Feind-Schema. Sie und Ihre Minister sprechen und brechen stabile Brücken in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur einfach ab. Sie vernichten damit die Arbeit von Jahrzehnten, von Generationen, die an einem friedlichen Kontinent in Europa gearbeitet haben. Und Sie wollen uns wirklich hier erzählen, dass unsere engsten Vertrauten, die auf dem nordamerikanischen Kontinent leben, dass das jetzt unsere neue einseitige Karte sein soll, Herr Bundeskanzler? Im Fall von Russland haben Sie es doch auch verstanden. Staaten haben keine Freunde. Staaten haben Interessen. Und Präsident Biden weiß, diese für sein Land zu vertreten. Ihnen und Ihrer Bundesregierung scheint allerdings unser Land mittlerweile immer gleichgültiger zu werden. Mittlerweile planen deutsche und europäische Firmen in die USA abzuwandern, weil dort wirtschaftsfreundlichere Bedingungen vorherrschen und weil man mit Subventionen lockt. Machen das gute Freunde, gerade jetzt in dieser wirtschaftlichen Situation. Nochmal, es geht um Interessen, und das ist auch völlig legitim. Und darum frage ich Sie, wann und warum haben Sie die Partnerschaft auf Augenhöhe verlassen, Herr Scholz? Warum richten wir uns politisch einseitig transatlantisch aus? Und wem nutzt es vor allem? Deutschland jedenfalls nicht. Aktuell verlieren nicht nur die beiden Kriegsparteien, sondern auch der europäische Kontinent und Deutschland. Meine Damen und Herren, seit einem Jahr sehen wir aber auch, wie andere Länder auf die politische Umgestaltung der Welt reagieren. Indien, Brasilien oder China scheinen in ihrer Identität selbstbewusster zu sein. Sie verstecken sich nicht hinter einer wertegeleiteten Politik. Wo sehen Sie die Ursachen dafür, Frau Baerbock? Und wie möchten Sie darauf reagieren? Wieder mit wirtschaftlichen Sanktionen. Damit treffen Sie wieder bloß die Bürger in den Ländern und natürlich die Bevölkerung im eigenen Land, in Deutschland. Zugutehalten muss man Ihnen, Herr Bundeskanzler, dass Sie die Zeitenwende jedenfalls nicht angestoßen haben. Allerdings machen Sie sich im Prozess dieser Transformation zum Spielball Dritter. Damit folgen Sie der desaströsen CDU-Merkel-Politik der letzten knapp zwei Jahrzehnte. Selbst den Politikstil kopiert diese Bundesregierung kopflos, unvernünftig und kurzsichtig. Denken Sie dabei nur an die bewusste Demontage der Bundeswehr. Damit wurde in Kauf genommen, nicht verteidigungsbereit zu sein. Oder den übereilten Ausstieg aus der Kernenergie.
Wir haben bis heute keine grund- und dauerlastfähige Energieversorgung in diesem Land, aber beerdigen zuerst die Kernkraft, gefolgt von der Gasversorgung, die als Übergangstechnologie propagiert wurde. Und bis heute ist es Ihnen offensichtlich auch vollkommen egal, wer den Anschlag auf Nord Stream und die damit unsere kritische Infrastruktur verübt hat. Und deshalb fragen Sie in Washington nach, Herr Scholz. Ich glaube, das ist der richtige Ort, um nachzufragen. Und wissen Sie eigentlich, was die höchsten Energiepreise der Welt für Betriebe des deutschen Mittelstandes bedeuten? Die Produktion droht immer unwirtschaftlicher zu werden. Kombiniert mit der Steuer- und Abgabenlast, dem übergroßen Verwaltungsaufwand und den hohen Arbeitskosten verlieren Deutschland und deutsche Produkte mehr und mehr die Konkurrenzfähigkeit auf dem europäischen, aber auch auf dem Weltmarkt. Kurz, Sie betreiben eine Politik, die Deutschland immer weiter deindustrialisieren wird. Und das kann nicht Ihr Plan sein, Herr Bundeskanzler. Sie fahren, wie Ihre Vorgängerregierung, die Wirtschaftsmaschine Deutschland permanent auf Verschleiß. Das betrifft auch den personellen Bereich. Die Grundversorgung, gerade im ländlichen Bereich, wird immer schlechter, von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Wir haben keine Ärzte, aber auch keine Bäcker, keine Dachdecker, keine Heizungsbauer, keine Lehrer, keine Polizisten. Aber seit 2015 bekommen wir hier das Versprechen der Einwanderer, die diese Lücke schließen soll. Wie viele Zugewanderte zahlen heute eigentlich in die Sozialsysteme ein, aus denen Sie und die dazugehörigen Familien Leistungen beziehen? Und wie viel Prozent der Eingewanderten sind straffällig geworden? Die Antworten kennen Sie alle hier, aber Sie leugnen sie und Sie wollen sie nicht wahrhaben. Ihre Politik schafft keine Anreize für wirkliche Fachkräfte, die wir sicherlich auch brauchen. Und schauen Sie sich doch die Welt an, die wirkliche Fachkraft, egal wo sie auf der Welt lebt, warum sollte sie ausgerechnet nach Deutschland kommen? Warum? Und es kümmert Sie auch überhaupt nicht, dass immer mehr deutsche Jugendliche ohne Schul- oder Berufsabschluss dastehen. Und bereits jetzt haben wir in Deutschland auch Verteilungskämpfe, vor denen wir immer wieder auch gewarnt haben. Beispiel Lörrach, 40 Mieter aus Wohnungen geworfen. Berlin-Wedding, ein Altenpflegeheim wird zu Flüchtlingswohnheim umfunktioniert, weil das Land für Flüchtlinge mehr Zuschüsse zahlt als für Senioren. Das ist einfach ungeheuerlich und das ist zynisch, Herr Merz. Und deshalb kümmern Sie sich erst mal um die Probleme im eigenen Land, bevor Sie versuchen, die ganze Welt mit Ihren guten Ratschlägen zu retten. Aber das scheint Ihnen ja mittlerweile zu gefallen. Arrogant und überheblich tragen Sie hier heute auch wieder Ihre ideologischen Wertevorstellungen vor sich her. Sie glauben anscheinend, der Staat sollte bei den Bürgern ideologisch nachhelfen oder sollte sich sagen, Nachdenken helfen. Ihre Versuche des betreuten Denkens haben bereits gefährliche Züge angenommen, die hypermoralisieren und legen ein Schwarz-Weiß-Denken mittlerweile an den Tag, was unerträglich geworden ist. Und wer Ihnen nicht zustimmt, wird mittlerweile abgestempelt und ausgegrenzt. Siehe die aktuelle Debatte um den Krieg in der Ukraine. Mir scheint, Sie machen alle unliebsam mundtot, weil Sie sich dem demokratischen Diskurs nicht aussetzen wollen. Woran liegt das? Warum versuchen Sie im gleichen Moment, andere Länder zu belehren, dass diese mindestens undemokratisch sind? Mit Ihrer Art von Politik machen Sie sich zum Totengräber unseres Grundgesetzes, was das Recht auf freie Meinungsäußerung genauso garantiert wie die von Ihnen so viel beschworene Vielfalt. Die Wahrheit ist, Sie setzen alles daran, die Gesellschaft weiterhin zu spalten, frei nach dem Motto, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Monatelang wurden die Kritiker der Corona-Politik der vergangenen Regierung, aber auch dieser Regierung, diffamiert und beschimpft. Heute zeigen sich in den Impfschäden oder auch in den psychosozialen Erkrankungen der Kinder die Auswirkungen Ihrer Maßnahme. Und Herr Lauterbach, wo ist heute Ihre Staubmaske? Die fehlt ja heute. Das sieht man doch. Und so lassen sich zahlreiche Beispiele nennen. Sie treiben eine Transformation voran, die nicht Weiterentwicklung, sondern Einengung bedeutet. Sie machen Politik gegen die Bürger und vor allem zu deren Lasten. Noch vor 2 Jahren wurden Prämien dafür gezahlt, dass alte Ölheizungen durch moderne Gasheizungen ersetzt werden. Und die Bürger haben investiert und darauf vertraut, für die nächsten Jahrzehnte sicher und günstig mit Energie versorgt zu werden. Das war genauso und ist genauso ein Schwachsinn wie damals die Gasumlage, Herr Habeck. Das ist Ihre desaströse Wirtschaftspolitik. Und wie reagieren Sie, wenn die Bürger das nicht mitmachen wollen? Ganz einfach. Mit einem Verbot. Nichts anderes kann diese Bundesregierung und vor allem die grüne Politik mit verboten. Sie machen sich den gesamten politischen Betrieb für die Bürger immer unberechenbarer und unglaubwürdiger. Meine Damen und Herren, weder das Tilgen von Straßennamen noch eine feministische Außenpolitik sind Lösungen oder das, was unsere Bürger
oder Deutschland brauchen. Wir brauchen eine Bundesregierung, die im Interesse aller Bürger handelt, die tagtäglich zur Wertschöpfung beitragen oder beigetragen haben. Sie haben ein Recht auf eine Politik, die für den Erhalt der Heimat und der eigenen Identität einsteht. Die aktuelle Transformationspolitik oder wie Sie es nennen, Zeitenwende dieser Bundesregierung führt allerdings in eine Zukunft ohne Frieden und ohne wirtschaftliche Sicherheit. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Christian Dürr.